Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video, meine lieben Freunde. Ich bin voller Stolz, denn nach viel zu langer Zeit, warum thematisiere ich jetzt heute nicht, ist es endlich wieder Zeit für eine neue Mgrace-Kollektion und die werde ich euch heute vorstellen. Wer es nicht mitbekommen hat, Mgrace, the Label, ist mein eigenes Modelabel. Worum es sich darum dreht, erzähle ich gleich nochmal kurz, aber das hier, meine lieben Freunde, ist die neue Vivid Hearts-Kollektion und die wichtigsten Infos zuerst, okay? Die Kollektion kommt schon ganz bald online und zwar am 28. August um 11 Uhr und ihr bekommt wieder eine Stunde früher Early Access, wenn ihr Member seid. Das ist im Prinzip der Newsletter. Da könnt ihr euch gerne jetzt schon anmelden, also einfach mal hier in den Link unten klicken. Dann kriegt ihr ein Passwort zugeschickt und könnt eben vor allen anderen alles abstauben. Wie ihr aber vielleicht schon kombiniert habt, ist heute noch nicht Sonntag, der 28., sondern ein paar Tage vorher, denn ich möchte euch heute einmal ganz in Ruhe und ganz unaufgeregt, also aufgeregt bin ich schon, aber ihr wisst, was ich meine, um euch einfach ganz kurz die Teile in Ruhe zu zeigen. Das ist also so eine kleine Art Try-on-Haul, damit ihr einmal seht, wie das zum Beispiel an mir fällt. Erzähle euch ein paar Sachen dazu. Ich blende euch dazu aber auch noch Bilder von den Models ein, beziehungsweise Videos, je nachdem. Denn das ist auch so ein bisschen das Herzstück von Mgrace. Wir möchten letztendlich, dass ihr euch wohlfühlt in der Kleidung. Wir möchten auch immer mehr Größen abbilden, weshalb es auch im Shop immer jedes Teil an drei verschiedenen Models zu sehen gibt. Einmal XSS ist quasi ein Model. Ich bin die Mitte, ML, und dann gibt es noch ein XL-Model. Alle Größen gibt es übrigens im Shop von XS bis XXL. Also wir haben eine große Größenrange. We love it. Ja, im Prinzip soll Mgrace, also steht ja auch ein bisschen für Embrace Yourself, da kommt der Name her. Wir möchten einfach, dass ihr euch wohlfühlt in der Kleidung. Das ist Alltagskleidung, die ein bisschen was Besonderes hat. Deswegen nennen wir das gerne Love Pieces. Also schon alltagstauglich und hoffentlich so, damit es nicht irgendwie morgen wieder out ist. Denn so schnelllebige Kleidung, davon halte ich nicht so viel. Davon halten wir als Team nicht so viel. Deshalb das. Und wie schon erwähnt, legen wir eben viel Wert auf Nachhaltigkeit und eben die Produktionsbedingungen. Deswegen sind unsere Teile hier GOTS zertifiziert. Das ist ein sehr angesehenes Zertifikat für die Herstellung, Produktion und so weiter. Also hier wird auf jeden Fall nicht an der Qualität eingebüßt. Einbüßungen gemacht. Okay, das waren jetzt erstmal die wichtigsten Infos. Wie gesagt, Sonntag, der 28. August um 11 Uhr geht's oder wie gesagt, eine Stunde vorher Early Access. Die Teile werden aktuell wahrscheinlich nicht nachproduziert. Also deshalb ist es First Come, First Serve oder wie auch immer, der frühe Wurm. Nee, der frühe Vogel fängt den Wurm. Der frühe Wurm fängt nicht den Vogel, das wäre weird. Schnell sein lohnt sich auf jeden Fall, weil sonst sind die Teile weg. Let's go! Ich bin übrigens heute das absolute Gen Z Girl. Ich weiß auch nicht, irgendwie kam so eins zum anderen und ich war so, probierst du das mal mit den Zöpfen heute? Aber egal, es geht um die Kleidung. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt mit dem Outfit an, was ich gerade trage. Das ist nämlich ein Set oder ihr könnt es als Set tragen und da beginnen wir erstmal mit dem T-Shirt. Wie ihr sehen könnt, ist Batik ein großes Thema in der Vivid Hearts Kollektion und ja, übrigens, Vivid ist ja lebendig und Hearts sind Herzen, also lebendige Herzen, weshalb wir so eine richtige lebendige, frische Kollektion quasi haben wollten, die eben gut dazu passt. This is it. Wenn das nicht Lebendigkeit schreit, sehr lebendig. Okay, ich hab irgendwie vergessen. Das ist, wie gesagt, unser T-Shirt. Wie ihr unschwer erkennen könnt, ist das gebartigt. Und das ist so eine Lachsfarbe, Peach-Koralle-Farbe, würde ich sagen. Also nicht rosa, aber auch nicht orange. Also irgendwas dazwischen. Mega softer Stoff. Da kann ich jetzt einfach, brauche ich nicht drüber schwärmen. Und wie ihr seht, ich persönlich trage das einfach gerne so. Deshalb habe ich es jetzt erstmal so getragen. Ich persönlich knote meine Oberteile gerne, beziehungsweise stecke die gerne rein. Aber ihr habt es wahrscheinlich gesehen, das Oberteil ist lang. Das bedeutet, ihr könnt es so tragen, wie ihr möchtet. Ich finde persönlich, es schmeichelt auch schön an den Schultern und fällt einfach sehr schön. Der Schnitt ist jetzt nicht zu ausgefallen, aber dafür ist ja das T-Shirt für sich schon ausgefallen genug. I love it. Und dazu haben wir diese wundervolle, hammergeile Hose einfach entwickelt. Ich liebe sie. Das ist die perfekte kurze Hose. Also, ich muss euch das mal kurz erklären. Denn diese Hose ist zum einen mega weich, die ist mega bequem und so, lalala, alles super. Aber die hat die perfekte Länge. Ich habe noch nie in meinem Leben so eine gute Hose gehabt, glaube ich, weil die ist nicht zu kurz, sodass man irgendwie die ganze Zeit so rumläuft. Die ist nicht zu lang, sodass man denkt, man hat irgendwie Männershorts an oder so. Also ich persönlich mag das zum Beispiel nicht, sondern das ist so die perfekte Mittellänge. Dann ist die eben high-waisted, das bedeutet, die sitzt auch hier sehr bequem, schnürt aber trotzdem nicht ein. Also
Ja, ich glaube, das sieht man hier ganz gut. Dann hat sie Taschen. Tada. Diese Taschen sind groß genug, dass da ein Handy reinpasst, ohne dass es irgendwie komisch ausbeult. Also wir haben an alles gedacht. Am Sonntag kommt eben auch um 11 Uhr ein ganz besonderes Video online. Ein Launch-Video für die Kollektion und zwar ein Tanzvideo. Das habt ihr vielleicht in meinem letzten Vlog gesehen oder vorletzten Vlog. Und let me tell you, alle Tänze waren begeistert von dieser Hose. Einfach, weil die so geil bequem ist. Und ja, ob ihr damit Sport macht, ob ihr damit chillt, ist einfach egal. Ich liebe es einfach. Ich habe es jetzt gerade schon mal so nebensächlich gedroppt, aber das ist tatsächlich wichtig. Guckt euch gerne das Tanzvideo dann an um 11 Uhr am Sonntag. Bin ein bisschen nervös, aber das wird gut. Also, nächstes Teil. Das, meine lieben Freunde, ist der zugehörige Sweater. Also ein kleiner Crewneck, also einfach ein normaler Pulli. Der ist nicht gefüttert oder zumindest kuschelig innen, weil den kann man natürlich jetzt das ganze Jahr tragen. Eher entweder vielleicht für Sommernächte. Der Sommer ist jetzt ja auch nicht immer heiß in Deutschland. Manchmal schon, manchmal nicht. Kann aber jetzt natürlich auch hier Richtung Herbst getragen werden, so wie ihr das eben möchtet. Beim letzten Mal bekamen wir viel Feedback dazu, zu der Länge der Oberteile. Ich persönlich trage einfach sehr, sehr viel gecroppt und trage das sehr gerne. Vielleicht kam das beim letzten Mal nicht bei allen gleich rüber, aber man kann das tragen, wie man möchte. Und das ist eben das Coole. Wir haben aber auch extra darauf geachtet, dass wir die Sachen ein kleines bisschen länger schneiden, damit ihr noch ein bisschen mehr Flexibilität habt. Also ihr seht zum Beispiel, ich habe jetzt meine Arme oben und habe das zum Beispiel unten. So würde ich es jetzt persönlich nicht tragen, sondern ich würde, einfach weil ich es schöner finde, würde das zum Beispiel hier reinstecken, weil ich mich damit wohler fühle oder durch den BH stecken. Aber das ist ja ganz euch überlassen, wie ihr das haben möchtet. Ebenfalls mega, mega weich, wunderschön. Ich kann nur schwärmen. Die Ärmel sind, wie ihr hier seht, ein kleines bisschen weiter, einfach weil der Fit dann ein bisschen schöner ist. Und hier oben nicht zu eng. This is it. I love it. Next. Jetzt ist hier gerade eine Taube irgendwo. Hört sie auf. Jetzt denkt ihr, ich halluziniere oder so. I don't. Das hier ist das nächste T-Shirt. Wie ihr vielleicht schon sehen könnt, ein etwas weiter geschnittenes T-Shirt, mit dem ihr eigentlich auch so ziemlich machen könnt, was ihr möchtet, je nachdem, wie ihr es stylen möchtet. Das zeige ich euch gleich nochmal. Grundsätzlich ist es, wie gesagt, ziemlich weit geschnitten. Es ist super, super, super weich. Also es ist eben aus Modal und oh, es fällt einfach auch ganz cool. Also das ist jetzt nicht, also der Stoff ist schon ein bisschen dünner, aber wir wollten eben, dass der hier so ein bisschen entspannt fällt. Darauf findet ihr ein sehr, sehr schönes Gedicht, meiner Meinung nach. Das habe ich nicht selbst geschrieben, sondern hier die liebe Angela. Angela. Nicht Merkel, aber Angela. Finde ich ganz cool. Ist so ein kleiner Hingucker. Ich mag so Sachen, die auf den ersten Blick erstmal ganz cool aussehen. Auf dem zweiten erkennt man eben, was draufsteht. I love it. Und hier hinten haben wir auch nochmal einen kleinen Print mit einem kleinen Spoiler für Maybe One Day. Mark my words. Ja, ich glaube, hier sieht man eigentlich ganz cool, wie das eben fällt. Also ganz, ganz soft und weich. Ich persönlich, again, würde es anders tragen. Ich würde es wieder knoten. Und ihr seht jetzt auch schon, wenn ich den Knoten mache, dass es nicht super dick ist, sodass man eben das entspannt eben tragen kann, wie man mag. Und so passt es eben auch perfekt. Zufall zu der Hose. Das wäre das T-Shirt. Das hier ist, wie ihr seht, das gleiche T-Shirt, nochmal in einer anderen Farbe. Und zwar in so einem richtig schönen Mint-Türkis-Grün-Blauton. Bitte schreibt mir kurz in die Kommentare, wie ihr diese Farbe nennt. Ich glaube am ehesten Mint. Ebenfalls super, super weich. Das seht ihr, wenn ich es hier so hin und her wackel. Und das hier ist tatsächlich, man glaubt es kaum, eine Art und Weise, wie ich es sogar tragen würde, ohne es hochzuknoten, auch wenn ich es total gerne mache. Und zwar, ich habe den Trend ja eine Weile verteufelt, jetzt nicht, aber ich war jetzt nicht der Riesenfan davon. Aber wie geil und bequem ist bitte ein T-Shirt mit einer Radlerhose? Ihr seht eben auch hier, dass das ein bisschen, ich muss mich gerade die Zehenspitze stellen. Es ist eben lang genug und umfährt die Figur so ein bisschen. Ich trage hier jetzt M. Wenn ihr das grundsätzlich gerne Oversize tragen möchtet oder noch mehr Oversize, dann würde ich eine Größe größer bestellen, als ihr es sowieso schon tragt. Also ich würde jetzt hierfür vielleicht sogar auch eine L tragen oder geknotet. Aber wir knoten hier nicht. Wer knotet denn bitte hier sein T-Shirt? Nur Opfer machen das. Nie. Ebenfalls sehr weich mit dem gleichen schönen Gedicht drauf in weiß. Sieht man eben auf den zweiten Blick erst. Das hier ist ein sehr besonderes Outfit, beziehungsweise sogar ein ganzes Set. Nicht nur ein Outfit, sondern zwei. Ich beginne ganz kurz mit dem Oberteil. Das ist grundsätzlich so. Und hat eben hier diese zwei Bändel, die ihr eben knoten könnt. Und das sitzt auf jeden Fall super, super locker. Also das ist im Prinzip so das perfekte Sommeroutfit. Vielleicht sogar auch für irgendwas Schickeres. Könnte ich mir aber auch für alles Mögliche vorstellen. Also it's a dream. I love it. Und genau, das kann man eben hier knoten. Und hat hier eben so ein bisschen die gerafften Ärmchen. Und ja, das ist her. Ist einfach auf meinem Handy gelandet.
dass das Glas nicht gesprungen ist, ist alles. So, und das passende Baby dazu ist diese unfassbar bequeme Hose. Das ist so ein bisschen, wie ist der Name dafür? Fällt der Name nicht ein. Ist egal. Eine Chino? Nein. Eine Culotte. Also es hat so ein bisschen Culotte-Style, beziehungsweise das ist so ein ganz toll gewebter Stoff. I love it. Es ist wirklich auch wieder super, super weich und ganz, ganz flowy, wie ihr sehen könnt. Das schneidet nicht zu sehr ein hier oben, also da könnt ihr theoretisch echt eure Größe nehmen. Ich würde jetzt mal sagen, ich habe jetzt hier M. Mir würde theoretisch wahrscheinlich auch S passen und das schneidet trotzdem nicht ein. Also die ist so leicht, dass die nicht super viel hier Gewicht oder Zugkraft braucht, ohne zu fallen, wenn ihr wisst, was ich meine. Also super, super bequem. Ist natürlich auch geil eben für den Sommer, wenn man eben im Sommer so ein bisschen die Situation hat, dass einem sehr heiß ist oder irgendwie, sei das irgendwie mit Lipödem oder irgendwie aus welchen anderen Gründen, dass man sich so die Beine aufreibt. Das hat man bei solchen leichten Stoffen eben nicht und das ist einfach nur richtig, richtig nice. Deshalb ist das hier ein absolutes Dream Team. Dream Team! Tup, tup. Och, wenn ihr den Stoff, der ist so, vor allem die Farbe, also das geht ein bisschen in die Richtung Navy Blau, aber das ist nochmal ein Ticken heller, so eine ganz geile Farbe. Ich weiß leider nicht, ob die jetzt genug rüberkommt, aber müsst ihr, glaube ich, einfach selbst austesten. Es ist wirklich richtig, richtig schön. Es ist ein bisschen heller als Navy. Und das macht sie irgendwie besonders. Das hier ist auch schon das letzte Teil der Vivid Hearts Kollektion. Und auch so ein bisschen ein kleines Herzstück auf jeden Fall. Ein etwas schickerer, will ich fast sagen. Aber eigentlich ist es gar nicht so schick, ist einfach nur richtig nice. Ein etwas schickerer Jumpsuit. Ein kurzer Jumpsuit. Eben die gleiche Farbe, wie ihr seht, wie die anderen zwei Teile. Das hängt jetzt hier so ein bisschen blöd, aber es ist wie gesagt eine Hose. Und die Hose sieht vor allem aus wie ein Kleid. Also ich wurde schon mehrmals auf mein Kleid angesprochen, weil es einfach so geil fällt. Aber ihr müsst keine Sorgen haben und es fällt einfach gut. Auch hier wieder nicht zu lang, nicht zu kurz. Die perfekte Länge, wenn ihr mich fragt. Noch dazu hat der gute Taschen. We love it. Taschen finden wir immer gut. Dann hat es eben hinten hier einmal eine Schleife. Also da. Da könnt ihr also quasi selbst einstellen, wie fest oder nicht fest ihr das Ganze haben möchtet. Und auch nochmal um die Taille rum gibt es eben auch nochmal einen Bändel. Den könnt ihr euch, je nachdem wie ihr das möchtet, in beide Richtungen rumwickeln. Und theoretisch die Schleife könnt ihr auch nach vorne machen. Oder nach hinten, wie ich das jetzt gemacht habe. Hier hängt nur mein Mikro dran, deswegen zieht es so ein bisschen runter. Ach so, wir haben halt auch an so Kleinigkeiten gedacht, wie hier der Reißverschluss. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal kommt man nicht in den Jumpsuit rein. Oder ja, doch, in so einen One-Piece-Einteiler. Weil der Reißverschluss aus irgendeinem Grund kurz nach der schmalsten Stelle aufhört. Das bedeutet, wenn man eine schmale Taille hat und irgendwie ein bisschen mehr Booty oder Beine, dann kommt man nicht rein, auch wenn das Ding grundsätzlich passen würde. Weshalb der Reißverschluss extra ein bisschen länger ist, bis hier unten sozusagen geht. Bis zur breitesten Stelle, was auch Sinn ergibt. Ebenfalls richtig, richtig nicer, schöner Stoff. I love it. Richtig, richtig schön. Selbst wenn ihr den vielleicht für dieses Jahr nicht mehr für eine Hochzeit oder irgendwas tragt. Ich kann mir den sogar im Büro vorstellen, wenn ihr ein bisschen schicker im Büro sein möchtet, sollt, wie auch immer. Dann wäre das auf jeden Fall etwas, was man sich schon mal fürs nächste Jahr sichern könnte. Wir sind ein Team. Das, meine lieben Freunde, war die Vivid Hearts Kollektion. Ich bin so gespannt, was ihr sagt. Ich hoffe, die Teile gefallen euch genauso wie mir. Ihr könnt gerne dann, wie gesagt, am Sonntag, den 28. August um 11 Uhr im Shop vorbeischauen auf mgrace.de. Und um 10 Uhr gibt es, wie gesagt, Early Access. Also, wenn ihr wirklich, wirklich gerne einen Teil möchtet, dann macht es vielleicht Sinn, schon mal um 10 Uhr reinzugucken. Und dann eben kurz vorher kriegt ihr dann per Mail das Passwort zugeschickt für die Seite. Ich freue mich auf jeden Fall über jeglichen Support. Ich weiß, es ist alles ein bisschen kompliziert gewesen im letzten Jahr. Deshalb wertschätze ich, glaube ich, Support und Unterstützung jeglicher Art. Deshalb vielen lieben Dank und ich bin gespannt, was sie zu den Kleidern sagt. Also, ich schicke ganz viel Liebe und wir sehen uns ganz bald wieder. Macht's gut. Bye.